wieder hier auch willkommen heißen. Wir hoffen, ihr habt die Zeit kurz genutzt, einfach vielleicht nochmal kurz ins Gebet zu gehen oder vielleicht auch kurz aufs Klo zu gehen. Wir machen jetzt weiter mit unserer Austauschrunde. Ihr seht schon, die Julia und die Raffaela sind auch wieder da. Wir laden euch ein, geht's in die Online-Location, dort könnt ihr euch auch via Zoom einfach noch austauschen, weil es ist meistens doch noch mal angenehmer, wenn man einfach mal selber spricht und nicht nur vor dem Bildschirm sitzt. Aber wenn ihr wollt, seid ihr auch natürlich herzlich eingeladen, einfach hier im Stream zu bleiben und mit bei unserer Austauschrunde einfach zu lauschen, ein bisschen zuzuhören und euch mit Gedanken zu machen. Wir dürfen euch jetzt aber auch darauf hinweisen, dass unser Technikteam wieder ein Menti vorbereitet hat. Und es wird auch wieder der Menti-Code eingeblendet. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt oder einfach was teilen wollt, dann schreibt es uns einfach und wir werden uns auch darüber austauschen. Also zückt euer Handy, geht auf menti.com, nimmt den Code 65778113 und schreibt uns. Genau. Okay, super. Dann würde ich sagen, wir tauschen uns einfach mal über den Talk von der Doro aus. Ich finde, der hat mich total angesprochen, ne? Und voll oft ist es so, dass der Inhalt ja, also bei der Doro war der Inhalt ja perfekt und richtig ansprechend, aber oft auch die Art und Weise, wie jemand das so rüberbringt. Und allein deswegen bin ich eigentlich schon voll begeistert von dem Talk von heute Morgen. Wie ist es bei euch? Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es richtig authentisch einfach und es kam halt locker rüber. Es war jetzt nicht so steif, irgendwie ein Text vorgelesen, keine Ahnung. Also es war jetzt nicht so, dass einfach irgendwas erzählt wurde, wo irgendwie nicht wirklich was dahinter war, sondern es war halt echt authentisch, einfach erzählt aus dem Leben, Einblick in ihr Leben hat sie uns gegeben und das fand ich eigentlich echt cool. Also ich fand es auch, wie sie es erzählt hat, einfach lustig. Ich muss so oft lachen Ja, einfach. ich auch. Also krasse Geschichte auf jeden Fall und ja. Also ich weiß auch nicht, ich konnte mich auch voll oft wiederfinden, wie sie es so gesagt hat. Es ist manchmal nicht so einfach, mit das Christsein zu leben. Man denkt, man gehört dann so zu diesen komischen Leuten, gell? Und alle schauen einen dann komisch an und man will so diesen Schritt eigentlich gar nicht zu tun und sagen so, Jesus, ja, ich will dir eigentlich nachfolgen, aber sie hat es dann auch so witzig gesagt mit diesem, es kommt der Regelkatalog vom Himmel, obwohl es ja eigentlich gar nicht so ist. Und wenn man sich dann auch umschaut, hier jetzt gerade bei Pfingsten 21, die Leute lachen ja auch noch, obwohl sie an Gott glauben. Also, ich finde es Ja, mega cool. ich muss mich dann auch so zurückerinnern, also sowas bei mir ähnlich. Wobei ich hatte jetzt nie die krasse Erfahrung, also ich habe irgendwie von Anfang an Leute kennengelernt, die einfach echt cool drauf sind und die mir eigentlich so das Bild vermittelt haben, die Kirche ist echt jung, weil ich da auch so ein bisschen, sag ich mal, in die Events, wo die Doro von erzählt hat, wie die Weltjugendtage so ein bisschen reingeboren worden bin. Also ich habe jetzt nicht nur den Sonntagsgottesdienst so kennengelernt, nur weil ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich auch so ein bisschen, ganz kleines bisschen ein verkorkstes Bild von Kirche und so weiter. Wobei jetzt auch nicht jeder Sonntagsgottesdienst so schlecht geredet werden darf. Aber es sind halt meistens ältere Leute da, gell? Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt auch nicht so in den Sonntagsgottesdienst reingeboren. Also auch eher so in jugendliche Kreise oder vor allem halt mit Kommunion, Firmung. Also da ist man ja immer mit Gleichaltrigen eigentlich. Und dann jetzt die Jugendgruppe. Also eigentlich war ich auch immer mal so mit Leuten in meinem Alter, vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen jünger, immer je nachdem umgeben. Und ja, also die Sonntagsgottesdienste, klar. Werden halt einfach vor allem von älteren Leuten genutzt, die halt einfach dann am Sonntag machen sie schon immer in die Kirche gehen und das machen sie halt auch Ja, oder weiterhin. am Werktagsgottesdienst, da sieht Ja. man es auch noch mal deutlicher. Gut, aber da kommt es dann wahrscheinlich auch aus Zeitgründen so. Also. Ja. Also ja, ich wurde voll in den katholischen Sonntagsgottesdienst reingeboren. Habe dann ja nur dank dem Key to Life eigentlich erlebt, dass die Kirche gar nicht das ist. Deswegen konnte ich mich da eigentlich voll wiederfinden. Und ja, bei uns ist es ja auch noch so, dass es ein bisschen lame ist. So. Es ist nicht so voll cool jetzt wie hier, also in Viedelburg. Und deswegen haben wir auch da jetzt die Jugendgruppe gegründet und sind da dabei, dass wir schauen, dass es das einfach was wird. Ich finde es auch voll cool, voll oft merkt man ist doch so, ja, ist alles so vielleicht älter und es geht nichts vorwärts und so. Aber man merkt zum Beispiel, du, Raffaela, jetzt so, ihr habt dann einfach mal gesagt, okay, dann bilden wir jetzt einfach eine Jugendgruppe, wir machen was Cooles. Und wenn man jetzt vielleicht nicht selber der Typ ist, der das so auf das Herz gelegt bekommt, eine Jugendgruppe zu bilden oder so, Pfingsten 21,
Ich glaube, es ist voll cool, wenn man einfach mal auf Social Media ein bisschen guckt oder auf im Internet. Ich glaube, inzwischen gibt es wirklich so viele coole Sachen. Die Doro jetzt von der Jugend 2000, die Jugend 2000 macht ganz viele coole Sachen. Aber auch du hast schon von Loretto gesprochen in Salzburg. Die machen auch ganz coole Veranstaltungen oder in der Pfarrei vor Ort manchmal mit Jugendgruppen. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen die Augen offen halten, weil es gibt so schon so Spotlights, wo einfach ja ein bisschen jung und dynamischer Ja, sind. aber ich finde es, glaube ich, voll wichtig, dass wir jungen Leute halt unsere Orte haben, wo wir so ausströmen, uns da halt so voll die Stärkung holen, aber dann trotzdem so richtig treu auch im Sonntagsgottesdienst da sind, weil der dann für uns einfach eine ganz andere Bedeutung kriegt oder so. Und ich habe bis jetzt aber leider, ich weiß nicht, vielleicht können wir kurz drüber reden, ob ihr jemanden kennengelernt, der jetzt nur übers Ministrieren im Sonntagsgottesdienst so richtig Gott und Jesus erfahren hat. Ich wünsche mir noch, dass ich so eine Person kennenlerne. Kennt ihr so jemanden, ne? Das würde mich interessieren. Also ich glaube, ich kenne niemanden, wo ich sagen würde, ja, also durch genau dieses Ministrieren war jetzt dieser weltbewegende Moment, dass man gesagt hat, okay, ja, jetzt beim Ministrieren habe ich Gott kennengelernt. Also ich glaube, Freunde von mir sind auch natürlich Ministranten, Ministrantinnen, aber das sind halt auch Leute, die mit mir zum Beispiel in Salzburg waren oder so. Also ich glaube, dann kommt es doch eher von sowas, nicht Ja. vom Ministrieren. Also kenne ich auch niemanden. Ja, ich kenne leider auch niemanden. Also, wenn es so eine Person gibt, würde ich die auch gerne kennenlernen, weil ich glaube, das ist schon eine krasse Erfahrung so. Also ich habe es, glaube ich, wirklich schon kennengelernt. Also durch das Ministrieren ist voll oft die Anbindung noch so irgendwie zu was Gläubigen. Aber ich glaube, wenn man so dann überlegt, ist es voll oft die Familie, die das auch trägt. Und ich glaube, das ist auch voll so der wichtige Punkt, dass die Familie einfach da so zusammenhält und diesen Glauben lebt, dass es irgendwie an die Kinder weitergeht. Und wenn die merken, okay, der Glaube ist jetzt nicht nur so ein Hobby, das man am Sonntag mal erwähnt oder so, sondern der Glaube ist was sich durchzieht, auch bei den Mahlzeiten zu sagen, danke Herr für das Essen oder auch bei der Autofahrt vielleicht mal danke, dass jetzt dieser Unfall nicht passiert ist oder so. Ja, doch, das ist, also ich finde es auch witzig, wir haben eigentlich alle so eine Gemeinsamkeit, dass wir eigentlich katholisch erzogen worden sind, oder? Ja, und sonntags in die Ja. Kirche, ja, das ist ja bei uns auch so. Und ich hatte früher immer oft das Gefühl, dass ich da gar nicht so eine coole Bekehrungsgeschichte und Zeugnis habe. Und ich weiß noch, wie mich irgendjemand mal auch angesprochen hat, ob ich ein Zeugnis geben kann. Und ich dachte mir halt gleich, ja, das soll doch jemand machen, der davor gar nichts mit dem Glauben zu tun hatte. Und dann halt, keine Ahnung, wisst ihr, da gibt es doch so richtig coole, krasse Geschichten. Ne? Aber dann habe ich mal so überlegt und ich dachte mir, eigentlich ist trotzdem bei wahrscheinlich allen von uns so der Moment gekommen, wo man sich trotzdem selber dafür entscheiden musste. Und also unabhängig davon, ob die Eltern das jetzt immer machen, weil irgendwann mal fragt man sich halt so, okay, soll ich das wirklich machen? Dann kommt ja auch, selbst wenn man katholisch erzogen worden ist, der Punkt, wo man sich ja trotzdem nochmal für Jesus entscheiden muss. Also ich muss sagen, ja, es ist so, aber ich muss sagen, also bei mir in der Familie, ich wurde zwar katholisch erzogen, aber bei uns war es nie so, dass wir irgendwie jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind, oder dass meine Eltern besonders oft in die Kirche gehen, sondern dann wurde es so nach der Firmung vor allem, wenn dann quasi nichts mehr ansteht, in Anführungsstrichen. Gerade dann war es halt bei mir, dass ich halt schon irgendwie für mich selber wissen musste, okay, mache ich das jetzt weiter mit der Kirche? Gehe ich da jetzt hin? Mache ich da jetzt was? Oder lasse ich es einfach und gehe halt an Weihnachten mal? Und dann war halt dann doch irgendwann so, dass ich gesagt habe, naja, nee, eigentlich würde ich schon gern so aktiv sein bei uns in der Gemeinde. Und was du auch vorhin gesagt hast, also halt, man braucht verschiedene Punkte, um sich zu connecten. Und halt auch über Social Media, aber auch in unseren Jugendgruppen, dass man sagt, okay, ja, man hat Gleichaltrige, mit denen man dann irgendwas aufzieht oder irgendwie sich drüber mal unterhält. Voll. Also ich glaube, wir müssen uns in unserem Leben noch oft für Jesus wieder und wieder entscheiden. Auf jeden Fall, ja. Und ja. Aber ich denke mir halt, wahrscheinlich, wenn man jetzt so, ich frage mich immer, was aus mir jetzt geworden wäre, wenn ich jetzt keine Leute in meinem Alter hätte, die mit mir, auch wenn ich von so einem coolen Event heimkomme, wenn ich jetzt in der Schule bin oder woanders in meinem Dorf, wenn da jetzt wirklich niemand gewesen wäre, mit wem ich so den Glauben teilen kann, oh, dann weiß ich echt nicht, ob ich es dann so durchgehalten hätte. Ja, stimmt. Ich glaube, wenn man halt alleine ist, so ganz alleine und niemanden so richtig hat, um sich auch mal drüber zu unterhalten oder sonst irgendwas, ist vielleicht nochmal ein Stück schwieriger, wenn man nicht so die junge Gemeinde vielleicht dann hat. Oder ja, wenn man nur in Sonntagsgottesdienst gehen kann, aber da sich dann halt auch nicht mit Gleichaltrigen vielleicht treffen kann.
Ja. Ich denke mir jetzt auch gerade, also jetzt die ganzen Leute, die jetzt am Stream sitzen, das ist sicher auch voll schwierig. Man fühlt sich doch da so ein bisschen alleine. Ich weiß nicht, als wirklich die kompletten Lockerungen war und Kirche quasi so auch komplett zu war, an Ostern dürfte man nicht feiern, da hat man sich schon auch irgendwie so alleine gefühlt, weil ich finde, da merkt man schon ein bisschen so, weiß, man kann alles so mit Gott alleine auch ausmachen, so ganz schafft man es dann doch nicht. Da merkt man so irgendwie, dass die Gemeinschaft, so die Kirche eigentlich so voll der Schatz ist, wo man auch wirklich einfach, ja, wenn man mal selber nicht so stark ist und einfach mal, ja, Probleme hat, einfach mal da sein darf. Und das finde ich so voll den Schatz, manchmal einfach zu sagen, okay, ich irgendwie jetzt so, ich merke gerade, ich spüre gerade Gott gar nicht oder ich weiß gar nicht, wo ich bin, wer bin ich überhaupt so, ich suche nach Gott und in der Gemeinschaft merke ich dann, okay, die anderen, die sind irgendwie noch mit ihm verbunden oder so, ich merke, Gott wirkt schon, ich bin gerade nur, ich darf mich jetzt in diese Gemeinschaft einfach kurz auch zurücknehmen und fühle mich da so ein bisschen getragen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch so. Ja, also ich muss sagen, mir hat letztes Jahr, also an Ostern, da war ja dann gar nichts so richtig, also es gab, glaube ich, am Abend eine Messe, aber ich gehe leidenschaftlich in die Osternacht, stehe leidenschaftlich extra früh auf und gehe hin, weil ich es so schön finde, auch die Gemeinschaft dort zu erleben. Und es ist natürlich weggefallen und das, muss ich sagen, fand ich irgendwie sehr komisch. Und plötzlich hatte man nicht mehr so diese Ostergemeinschaft. Ich weiß nicht, also ja, dann hat es irgendwie, es hat was gefehlt. Ja, voll, doch. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, ein bisschen verdrängt, wenn man so nachts aufsteht, so vorm Laptop hockt. Das war echt ein komisches Gefühl. Ich habe gerade gesehen, dass wir hier Fragen zum Austausch bekommen haben. Weiß nicht, Tim, vielleicht kannst du es mal kurz vorlesen, ne, was da von jemandem kam. Genau, also nochmal an das Technikteam. Ihr dürft es gerne nochmal den Menti-Code einblenden, wo ihr gerne Fragen stellen könnt, über die wir uns auch austauschen oder Fragen zum Talk. Eine erste kam auch schon, und zwar: Was würdest du zu nichtchristlichen Freunden sagen, die meinen, die Kirche ist nicht mehr zeitgemäß? Also da sind wir gerade im Thema jetzt, glaube ich. Also ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, eben die meisten denken halt einfach immer noch dieses, Kirche gehen, Sonntag, Leib Christi und so. Aber ich habe das auch, ich habe letztens irgendwas gelesen, irgendwie, dass mit LGBTQ und sowas, dass Leute sowas zeitgemäß finden. Wenn die christliche Kirche, also die katholische Kirche, sowas annehmen würde, dass Leute das dann zeitgemäß finden. Mhm. Ich glaube, dass es ziemlich viel mit dem zu tun hat. So. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Da laufen ja auch echt immer heiße Diskussionen, würde ich mal sagen. Ja, aber ich denke, wir haben ja eigentlich alle, habt ihr ja vorhin auch gesagt, Freunde, die jetzt nicht gläubig sind, oder du meintest ja sogar, glaube ich, atheistisch, also auch wirklich bekennend, ich glaube echt nicht an Gott, ich glaube an gar nichts. Und ich durfte auch in einem Jahr, wo ich so einen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe, richtig viele kennenlernen, die ganz anders getickt haben als ich. Und trotzdem, lustigerweise, ist immer an irgendeinem Abend die Frage gefallen, an was glaubst du eigentlich? Also so aus dem Nichts, obwohl das so gar nicht kam. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass da so voll die Suche da ist und dass jeder irgendwie doch an irgendwas glaubt oder auch irgendwie glauben will. Und ja, also das erfahre ich schon, also dass Leute da irgendwie auf der Suche auch sind. Ja, und ich merke zum Beispiel so, also im Studium auch, habe ich das jetzt gemerkt, mir hat das erst eine Psychologiestudentin gesagt, das hatte so gar nichts so mit dem Glauben zu tun, da ging es um die Einstellung zu Werten und aus dem Christlichen so, dass es sich halt auch irgendwie im Handeln zeigt, die Werte, dass es jetzt nicht nur ist, was man irgendwie hinschreibt und so, dass es gelebt werden muss. Und hat sie gesagt, so ja, also sie sieht es auch in Studien und so, dass die Psychologie das selber auch sagt und so. Und eigentlich merkt man, dass die Wissenschaft zum Beispiel auch voll oft da eigentlich mitgeht, mit so zum Beispiel Werten in der Kirche oder so manchen Themen, nur dass es vielleicht manchmal verstaubt ist. Und ich finde, man muss es halt vielleicht mal einfach wegkehren und vielleicht ein bisschen modernere Worte bringen und irgendwie den Leuten verständlich rüberbringen. Weil die Doro hat es doch vorher auch, hat sie aus dem Katechismus vorgelesen. Und im ersten Moment dachte man schon so, okay, die Sprache ist jetzt ein bisschen älter. Und es war dann gut, dass sie es nochmal gelesen hat, weil so ganz gecheckt hat man es auch nicht. Und am Schluss hat sie es dann noch mit eigenen Worten gesagt und dann hat man so ein bisschen was verstanden. Ja, ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass die Kirche halt irgendwie nach außen hin nicht so, also ich sage jetzt mal, alt wirkt. Also einfach, dass die Kirche halt, keine Ahnung, ein junges Gesicht bekommt mit jungen Menschen, so wie wir hier sind. Also ich meine, unser Festival ist ja jetzt
jung. Also hier sind ja eigentlich nur junge Menschen und ja, das ist jetzt eigentlich ja das genaue Gegenteil von unzeitgemäß, würde ich sagen. Und ich glaube, dass das aber halt nicht so krass nach außen getragen wird, sondern dass halt einfach dieses Bild von einer, ja, einer alten, eher konservativen Kirche nach außen getragen wird, halt mit dem Papst als Oberhaupt quasi. Mhm. Und dass vielleicht diese jungen Aktivitäten von jungen Menschen nicht so stark gesehen werden. Ja, und ich finde aber auch dieses, du hast gerade nochmal aufgegriffen, zeitgemäß, unzeitgemäß. Ich finde, das ist eigentlich auch immer so richtig negativ belastet. So, ja, wenn man nicht zeitgemäß ist, dann ist man quasi schlecht oder uncool oder so. Aber gerade das schätze ich auch in der Kirche, weil Gott hat ja selber gesagt, er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich meine, wenn man so, ich weiß noch früher im Geschichtsunterricht, da haben wir so crazy Stories gehört, was die Menschheit sich alles immer einfallen lassen hat. Und ich denke mir, boah, wenn die Kirche jedes Mal sich an jede Generation angepasst hätte, was wäre dann daraus geworden? So, also wisst ihr, was ich meine? Gott ist ja irgendwie so der Gleiche, der damals war und der heute auch noch ist. Und ich glaube schon, dass die Kirche mitgehen kann mit der Zeit und sehr, sehr Dinge machen kann, Angebote machen kann, die jungen Leuten wirklich ansprechen. Aber so Einstellungen, so Werte wie Treue, Liebe, Hoffnung, Glaube oder so, sind ja auch Werte, die sind immer zeitgemäß eigentlich. Ja klar, also gerade so wie Treue, solche Werte, wie du gerade aufgezählt hast, finde ich, sollten halt auch nicht veralten. Also ist ja auch irgendwo wichtig, ist ja auch irgendwie der Kern vielleicht auch, dass man sagt, okay, ja, man vertraut auf die Werte und wenn man die jetzt halt jede Generation ändern würde, dann ja, wäre auch was los. Ja, voll. Also ich dachte da jetzt gerade eine ganz witzige Story, so auch zum Thema zeitgemäß. Also der Vergleich ist wirklich ein bisschen schlecht, aber so, ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht mit der Mode. Du hast es mal erzählt, du warst auf dem Dachboden und hast einen Pulli von deiner Mom gefunden und hast den angezogen und alle in der Schule haben gesagt, boah, hast du den von dem und dem Geschäft, den gab's da. Und es war, glaube ich, es sah exakt so aus wie im Trendy-Geschäft XY, der Pulli. Und der war einfach, keine Ahnung, 30 Jahre alt oder so. Ja. Und da denke ich mir halt auch so, vielleicht muss man auch diese Perspektive manchmal einnehmen und zu sagen, okay, es sind nicht immer Dinge out, die alt sind und man sollte vielleicht mal zurückschauen, wieso da mal was ganz modern war. Und vielleicht sind auch manche Moden der Zeit einfach schnell auch wieder so weg. Ja, ich muss sagen, also mit Mode, was du angesprochen hast, also ich kenne es auch, dass ich mal irgendwie von meinen Eltern irgendwie ein Kleidungsstück finden, das dann halt anziehe, weil ich es cool finde. Aber es ist halt auch einfach so, ich weiß nicht, also Mode kommt ja immer wieder oder Trends kommen immer wieder und plötzlich ist irgendwas aus den 80ern in, was man vor 10 Jahren irgendwie gar nicht cool gefunden hat, aber plötzlich mag man es wieder und deswegen, ja. Ja, also ich merke das auch gerade zur Zeit, diesen 80er-Style kommt zur Zeit, ist voll, ist irgendwie voll wieder in, also ich fand das mega gut mit dem wieder aufgreifen und so. Das, ja. Ja, ich denke mir jetzt, keine Ahnung, wir haben hier eine Palettenwand. Früher hätte man jetzt wahrscheinlich gesagt, so okay, Paletten, das ist jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen Vintage, ein bisschen, ja, man hätte sich da auch ein bisschen was Edleres machen können, aber wir würden jetzt so voll sagen, hey, cool, wir haben eine Palettenwand, ja. Sieht stylisch aus. Ich muss sagen, die ist echt cool. Wurde auch schön aufgebaut von unserem Vor-Ort-Team übrigens. Ja, doch. Eigentlich finde ich es cool. Ich glaube, am Anfang war sogar gedacht, dass da irgendwie noch so Tücher drüber kommen oder so, aber am Ende ist es trotzdem so geblieben. Ja, mega. Und ich denke mir halt auch so Sehnsüchte wie zum Beispiel, man kriegt es ja gerade so mit, so auch in Social Media, alle haben einfach Bock zu meditieren auf einmal. So. Und ich denke mir, das ist, was die Kirche über Jahrhunderte eigentlich macht. So. Die sollte einfach, keine Ahnung, würden wir es jetzt nicht Gebet, sondern Meditation nennen, dann wären wir eigentlich schon wieder im Trend mit drin. Gell? Also ich finde, es ist auch nicht immer alles gleich so, wie es scheint. Und ich merke auch, dass ganz viele das immer nachmachen. Also wir könnten das so mit der Kirche auch machen. Wenn mehr Leute das mitkriegen, dass die Kirche gar nicht so das ist, was man denkt, sondern eben sowas wie jetzt, wenn ich das Video oder so jetzt jemandem zeigen würde, der sowas noch nie gesehen hat, hey, der wäre, glaube ich, voll begeistert von sowas. Und ich glaube, also ich glaube, dass man das könnte ganz gut funktionieren, dass es halt immer mehr Leute oder mehr Jugendliche gibt, die wo das dann mitkriegen so. Ja. Ich finde, vielleicht wäre es auch mal so ein Punkt, einfach den Leuten wieder zu erklären, was man überhaupt macht oder so, weil stimmt schon, manchmal ist man so eine Tradition, dass man macht es halt schon immer so und Gebet, aber vielleicht ist auch einfach mal zu erklären, was ist ein Gebet überhaupt und dann auch zu gucken, hey, zu sagen, das in die Zeit zu sprechen,
viele Menschen merken das jetzt mit der Meditation, in sich zu gehen, aber da geht es noch einen Schritt weiter. Im Gebet geht man auch in sich, aber mit der Perspektive zu Gott. Und ja, eigentlich müssten wir da nur vielleicht ein bisschen transparenter werden oder so und das ein bisschen mehr zeigen. Ich würde jetzt an der Stelle vielleicht auch gerade nochmal die Zuschauer darauf hinweisen, geht's auf menti.com, schreibt uns Fragen oder Anregungen, die ihr habt, auch vielleicht zum Talk von der Doro oder zu unserer Diskussionsrunde unter menti.com mit dem Code 65778113. Das Technikteam blendet uns das ein und wir gehen dann auch drauf ein. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir auch gleich nochmal zum Talk von der Doro zu diesen 5 Tipps. Ich habe die mir vorbildhaft mitgeschrieben. Und zwar, ich lese nochmal kurz vor, vielleicht könnt ihr einfach kurz aufgreifen, was, oder wenn euch was einfällt, was ihr was sagen wollt. Und zwar, das erste, dankt dem Herrn zu jeder Zeit. Das zweite, so Freude, freudig, lächeln. Das dritte, hör auf mit der Sünde Kompromisse einzugehen, also Kompromisslosigkeit. Viertens, diene, also weg von mir hin zu den anderen. Und fünftens, richte deine Sinne auf das, was oben ist, also so Perspektive Ewigkeit einnehmen. Also ich würde auf das erste aufgreifen mit dem Dank. Wie nochmal? Dank dem Herrn zu jeder Zeit. Ja, das finde ich, also da bin ich auch zur Zeit tatsächlich ganz konzentriert drauf, weil ich merke das, dass ich oft mich, wo ich sage, ja Gott, das finde ich jetzt nicht so cool oder irgendwie so, aber ich konzentriere mich zurzeit ganz stark darauf, dass ich wirklich ganz, ganz oft für ganz, ganz kleine Dinge danke. Auch wenn ich irgendwie, wenn ich daheim liege und meine Mama kommt mit dem Einkaufen und hat mir irgendwas mitgebracht. In dem Moment sage ich einfach, hey, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann sage ich auch danke zu meiner Mama und dann auch in kleinen Gedanken so, danke Gott. Also das macht mich selber immer dann am Ende des Tages eigentlich voll glücklich, wenn ich weiß, ich habe Gott heute für so vieles gedankt. Und in dem Moment, wo du dankst, ich weiß nicht, da bin ich immer irgendwie voll glücklich. Voll cool. Ihr seid ja jetzt noch unter 18 oder unter 17. Ich kann nur davon sprechen, sie hat das coole Beispiel gebracht beim Autofahren. Herr, segne diesen anderen mehr als mich. Schon gestern beim Herfahren hatte ich so Momente, da dachte ich mir, okay, wäre vielleicht ein gutes Stoßgebet gewesen. Und ich glaube, das habe ich mir so voll mitgenommen, das mit ins Autofahren zu nehmen, weil es kommen so viele Menschen auf die Straßen und es gibt so viele Gründe, sich aufzuregen. Und ja, ich bin gerade zur Zeit, hat man auch voll oft Gründe zu danken. Ich meine, wir haben ja das Privileg hier, dass wir, ich will jetzt eigentlich gar nicht auf das Thema zu sprechen kommen, mit den Inzidenzen weiter unten sind und halt jetzt so ein paar Lockerungen da sind. Und ich weiß noch den Moment, wo ich das erste Mal dieses Jahr einen Tisch reserviert habe und ich war einfach so dankbar dafür, dass ich das machen kann. Das ist ja eigentlich auch voll eine Banalität, aber irgendwie in der Zeit kriegt das auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, das stimmt. Ich glaube, uns sind viele Sachen irgendwie wichtiger geworden oder neu ins Gedächtnis gekommen. Das ist ja eigentlich was ist, wofür man echt dankbar sein kann. Also zum Beispiel essen gehen, wie gesagt hast, oder einen Tisch reservieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also vor Corona hat man das ja doch vielleicht öfter mal gemacht oder also hat sich mal in einen Kaffee gesetzt und einen Kaffee getrunken oder sonst irgendwas, was man jetzt halt nicht mehr so einfach machen kann. Und dann ist es nochmal irgendwie wieder schöner, es wieder zu machen. Ja, voll ja. So eine Perspektive der Dankbarkeit. Also da lebt man eigentlich auch, dass alles nicht selbstverständlich ist, wenn man immer Danke sagt. Ja. Ich glaube, gerade jetzt wegen Corona, also ich weiß eigentlich auch nicht, ja, aber da hat man jetzt eigentlich voll gemerkt, wie wichtig einem so auch jetzt ist, überhaupt, ich gehe gar nicht auf ein bestimmtes Ding drauf ein, wie wichtig eigentlich alles ist im Alltag. Und ich glaube, da dankt man auch wieder mehr, auch jetzt mit den Lockerungen, da dankt man mehr, dass man das jetzt wieder hat, was man lange Zeit nicht hatte. Ja. Ich finde es auch voll schwer, gell? So in dem Moment, wo man einfach denkt, es ist gerade alles so dermaßen schlimm und es geht eigentlich alles ab. Und ich hatte dann auch so irgendwann so einen Moment während Corona, wir haben so eine Krise und es ist ja schon schlimm und wir können da jetzt über alles reden. Aber dann kam so eine Frage an mich, so was ich zum Mittagessen essen will, das oder das. Und ich war in dem Moment einfach nur so habe mich so gesegnet gefühlt, diese Frage gehört zu bekommen, was will ich essen? Also klar, es sind schwierige Umstände oder so, aber wir können so viel, zum Beispiel beim Essen, wir können eigentlich haben so viel Auswahl, wir sind da so gesegnet, dass wir was zum Essen haben. Ja, im Gegensatz zu anderen ja. Ländern, gell? Also
Stimmt. Dass wir hier die Wissenschaft haben, dass wir hier die Hygienekonzepte auch haben und so. Also da ist es wirklich auch ein Segen, den wir haben. Ja, und wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich hätte mir nämlich den fünften Punkt rausgesucht, also so diese Perspektive Ewigkeit. Das hat mich, würde ich sagen, so durch die Krise getragen, ne? Weil ich mir so oft dachte, wenn ich jetzt nicht im Glauben stehen würde, nicht mit der Perspektive, dass eigentlich nach dem Tod noch was viel Besseres kommt, wo wir eigentlich, keine Ahnung, wo eigentlich das wahre Leben so auf uns wartet, hätte ich mir, glaube ich, so schwer getan, weil ich mir jeden Tag denken würde, boah, ich verpasse das und das und jetzt bin ich so jung und jetzt muss das sein, jetzt fällt alles aus und ich werde nie wieder so jung sein und so, keine Ahnung. Und dadurch, dass man so die Perspektive hat, Ewigkeit, fällt es einem auch gar nicht mehr so schwer, weil man sich denkt, hey, es ist nicht nur dieses Leben hier, das ich lebe. Ich muss sagen, wo du das jetzt ansprichst, ich habe es mir noch gar nicht so gedacht, aber bei mir, muss ich sagen, ist es eigentlich auch so, weil ich höre von vielen Bekannten von mir oder so, dass eben gesagt wird, ja, wir verpassen die beste Zeit unseres Lebens, keine Ahnung, 16, 17, 18. Mhm. Ist ja schon irgendwie diese Zeit, wo man halt so vielleicht auch neue Freiheiten auch halt vom Gesetz und so bekommt, keine Ahnung. Also, aber ich muss sagen, ich habe mir das nie so gedacht, dass ich sage, oh Gott, ich verpasse mein halbes Leben oder so. Also, weil einerseits habe ich noch sehr viele Jahre hoffentlich vor mir und andererseits ja, muss ich auch keine Angst vor dem Tod haben, weil es ja dann weitergeht einfach und weil es nicht irgendwann plötzlich so vorbei ist. Also bei mir ist es genauso, ich habe mir noch nie gedacht, so ja, ich verpasse es jetzt so, weil eigentlich, wir haben durch das so viel Zeit geschenkt bekommen und ich glaube, wir werden ja hoffentlich noch viel erleben, so, aber ich habe mir das noch nie gedacht, dass irgendwie das jetzt alles vorbei ist, aber ich habe da auch mal in der Predigt so ein richtig cooles Bild bekommen, wenn man so, sich so ein Wollknäuel vorstellt und man nimmt da einfach so eine Schnur und nimmt hier, keine Ahnung, 80 Zentimeter und ein Zentimeter steht für 80 Jahre und ja, keine Ahnung, man schneidet den halt einfach ab und schmeißt den weg, aber der Wollknäuel ist immer noch groß und jetzt stellt man sich vor, der ist unendlich, also wie das ewige Leben, was ist dann manchmal dieses kleine Stück und jetzt lass es halt dann mal vielleicht 10 Minuten sein, wo man sich manchmal aufregt über was, ist eigentlich dann gar nicht so wichtig, wenn man so diese Perspektive hat, okay, der Wollknäuel geht ja eigentlich noch unewig lang, also lieber schaue ich auf den Rest als auf das kleine Stückchen da. Ja, also ich glaube, es ist doch voll wichtig, einfach halt nach vorne zu schauen und nicht irgendwie immer nach hinten zu gucken und irgendwie allem nachzutrauern, weil es geht halt weiter so. Also wenn du jetzt die 10 Minuten nachtrauerst, in denen du dich halt vielleicht über was geärgert hast und dir denkst, ach Gott, Mensch, die 10 Minuten hätte ich auch für was anderes nutzen können, ich glaube, es ist auch nicht zielführend. Dann sind wieder 10 Minuten nochmal kaputt, ja, genau. Wenn ich die 10 Minuten aufnehme. Und dann ärgerst du dich über die 10 Minuten auch wieder. Ja. Voll. Habt ihr noch was von den 5 Tipps oder... Also das zweite war ja Lächeln und ich glaube, es ist voll wichtig. Also es ist auch, ich versuche immer irgendwie positiv zu sein oder positiv zu bleiben und alles irgendwie einigermaßen optimistisch zu sehen und nicht in diesen, ja, in dieses Grumpelige, keine Ahnung, irgendwie zu verfallen, dass ich sage, es ist alles irgendwie so schlecht und die Situation ist so blöd, sondern halt irgendwie immer mit einem Lächeln durch den Tag zu gehen oder durch die Woche zu gehen und immer, auch wenn es stressig ist, ich hatte jetzt zum Beispiel die letzten Wochen echt irgendwie Schulstress vor allem, weil wir noch Klausuren geschrieben haben und so, aber trotzdem habe ich immer irgendwie versucht, einigermaßen gute Laune zu haben oder ich habe immer versucht, ja, wenigstens einmal am Tag irgendwie zu lächeln oder irgendwie, dass es mir nicht allzu schlecht geht, so, weil Stress kann ja durchaus belastend sein, aber ich glaube, wenn man es versucht irgendwie positiv zu sehen, dann ist es nochmal ein Stück besser. Ja. Also ich merke das auch, einer aus meiner Parallelklasse, das ist wirklich der Wahnsinn, die sieht alles so negativ, also bei Corona mit ihren Noten so, oh, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, also das ist wirklich der Wahnsinn, also da bin ich komplett anders, ich schaue immer aufs Positive so und auch lächeln, ich liebe das immer nach der Kirche oder beim Ministrieren, die alten Leute in der ersten Reihe, wenn ich die einfach anlächeln kann und willkommen lächeln zurück, das ist halt, mit den Masken ist es blöd, aber draußen dann sage ich immer, ja, schönen Sonntag oder so und das bringt einmal mit, also das macht mir den ganzen Tag eigentlich glücklich, so, wenn ich einen richtig schlechten Tag, das hatte ich vor einer Woche, ich hatte so einen schlechten Tag, ich war sauer auf jeden, auf alles, keine Ahnung, bin dann spazieren gegangen mit meinem Hund und habe dann eben eine alte Frau gesehen, habe die einfach mal angelächelt und Hallo gesagt und dann hat man dieses Lächeln zurückbekommen und das hat mir wirklich meinen ganzen Tag verbessert.
Voll, ja, ich hatte das, also ich habe das, man hört das ja so oft so, ja, wenn man so angelächelt wird und keine Ahnung, ich habe das schon so oft irgendwo gehört und irgendwie so selber, ich hatte das schon am ehesten noch nie so wahrgenommen, bis auf einen Tag vor ein paar Wochen, ne, da hatte ich auch ähnlich so einen schlechte Laune-Tag und dann bin ich runter zum Einkaufen gefahren und irgendwie, es war so witzig, aber ich bin ausgestiegen, dann hat mich einfach die Frau neben mir einfach wirklich so richtig krass, so richtig so ein Grinsen geschenkt. Da dachte mir so, okay, wow, cool, freut eigentlich irgendwie, habe mich gerade schon mal gefreut, gell, dann gehe ich aus dem Einkaufsladen wieder raus, dann läuft eine vorbei, lächelt mich an, aber auch so richtig so zu mir, dann fahre ich an der Ampel, dann spaziert jemand vorbei und ich stehe halt so gerade, schaut sie mir nicht mehr an, so innerhalb von einer Stunde haben mich 3 Leute angelächelt, also für mich war das eh so danke Gott, so quasi, der hat mir das so gezeigt und da habe ich das zum ersten Mal so erfahren, was es bedeutet, wenn Menschen mit einem Lächeln so durch die Welt laufen. Deswegen, ja, das ist schon cool. Und ich muss mich auch selber dran erinnern, vor allem nach der Messe, dass man nicht damit so einer Miene rausgeht. Das ist ja so oft so, oder? Ja, man oft so ist raus, man so ein bisschen versteift auch, so ja, jetzt ist die Messe durch, jetzt gehe ich heim. Voll. Ja. Eigentlich musste da auch eine Kultur der Freude eigentlich herrschen, wenn die Leute aus der Messe rausgehen, weil wenn dann jemand gerade vorbeiläuft, dann denkt er sich so, oh Gott, da gehe ich an nicht rein, wenn die alle so rauskommen. Ja, stimmt. Wie es dann auch wieder nach außen hin wirkt, gell? Wenn irgendwie die Leute aus der Kirche gehen sehen und alle sind so, Ja, ich kenne da so eine Story. War schön. Die hat, glaube ich, auch irgendwann mal erzählt, dass ein kleiner Junge mit seiner Mama war in der Kirche und der war, glaube ich, so Kommunionalter, also hat das gerade so verstanden mit der Eucharistie und das Jesus und so. Und dann sind die nach der Kirche zusammen rausgegangen und dann hat der kleine Junge seine Mama gefragt, hey Mama, warum schaust du so traurig, wenn Jesus in deinem Herz ist? Und keine Ahnung. Ja, und das war doch so, ich glaube, ich habe die Geschichte auch gehört und die Mama wollte ihn sogar irgendwie schimpfen, weil er in der Kirche irgendwie halt so ein Lausbub war oder so und dann so der Moment, dass der Kleine eigentlich mehr verstanden hat, so ja, was abgeht. Ja, in dem Moment, gell. Ja, das stimmt. Also es ist vielleicht echt voll was man sich so mitnehmen kann, einfach diese Freude, die man empfängt und so die frohe Botschaft wirklich, dass es wirklich lächelnd ist. Also es wäre keine miese Peter Christen sind, die so in die Welt rum. Voll, ich glaube, das verändert auch voll das Bild von Christen, wenn wir einfach strahlend so oft durch die Welt gehen. Nicht so oft gesetzt, hat die Doro ja auch gemeint. Ja. Wenn wir jetzt wirklich, wenn es uns richtig schlecht geht, müssen wir es jetzt nicht überspielen oder so, aber so eine Grundhaltung von positiver Energie. Genau, einfach so, dass man nicht in den Raum kommt und die Energie ist dann irgendwie direkt irgendwie total negativ, sondern halt einfach mit einem Lächeln vielleicht auch, keine Ahnung, in eine Besprechung oder irgendwo reingeht, dass es einfach so ein bisschen positiver wird. Ja. Voll cool. Dann viertens, da hat jetzt keiner von uns was dazu gesagt, und zwar diene weg von mir hin zu den anderen. Also ich glaube, es ist voll wichtig, dass man wirklich darauf aufpasst, dass sich irgendwie in seinem Leben nicht alles um einen selbst dreht. Also einerseits natürlich soll man sich auf sich selbst besinnen und so, aber man darf halt nicht egoistisch werden. Das hat die Doro, glaube ich, auch gesagt. Man muss halt aufpassen einfach, dass man nicht überheblich wird vielleicht auch irgendwie in seinem Glauben, sondern dass man halt trotzdem noch vielleicht was von der Liebe, die man in sich trägt, auch abgibt an andere Menschen und anderen dadurch helfen kann. Ja, voll. Da könnte man eigentlich den Bogen spannen zu diesen 10 Regeln der Gelassenheit von Heiliger Johannes 23, gell, ist das römische Zahl. 23. Genau, das kann man scheinbar auch auf der Homepage downloaden, also falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da stehen 10 Regeln drauf. Vielleicht können wir einfach mal eine als Beispiel, oder jeder liest einfach die vor, die er vielleicht für sich selber cool findet, dass die Leute im Stream auch so checken, über was wir hier so reden oder was die Regeln sind. Ich kann mal mit einer anfangen, das ist so diese 8, die da steht, die nennt sich Planen und dann steht dort drunter, nur für heute werde ich mir ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor 2 Übeln hüten. Vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit. Und ich merke das gerade voll oft. Ich versuche, mit Corona ist es eh ein bisschen schwierig und als Student hat man viel Freiheiten. Und ich versuche das auch so zu planen. Aber es ist echt voll oft so, entweder ich plane so und bin so fertig, weil ich eigentlich nur hinter so einem Zeitplan hinterherhänge. Oder ich bin halt so voll so, ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe es mir nicht davor überlegt. Dann so, guck mal irgendwie ein Video an oder so. Ja, das endet dann meistens, indem man schon den ganzen Tag irgendwie Videos an, nicht nur eins. Ja. Da, ich habe mir auch das Wort unterstrichen in dem Punkt, und zwar die Unentschlossenheit, weil ich begegne immer,
Also ich bin auch in der Jugendarbeit so ein bisschen mehr aktiv. Und ich merke einfach, wie junge Menschen so extrem unentschlossen geworden sind, weil man sich immer bis zum letzten Punkt alles frei halten will. Wir merken das mit den Anmeldungen, weil wir die Anmeldungsfristen bis eine Woche vorher setzen müssen, weil die Leute sich einfach nicht entscheiden können. Guter Punkt übrigens, es ist bis um 14.15 Uhr sind die Workshops und man kann sich noch 10 Minuten anmelden. Also entscheide dich, sei entschlossen. Jugendpfingsten.de/Anmeldung. Ja, nee, also was du gesagt hast, ich glaube, ich merke das auch selber. Also halt bei meinen Freunden im Freundeskreis, aber halt auch einfach, keine Ahnung, in der Klasse oder beziehungsweise im Jahrgang oder einfach halt unter Freunden, die halt einfach im selben Alter sind. Es ist wirklich so, dass vieles einfach bis zum Ende offen gehalten wird und dann wird halt spontan entschieden, okay, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht. Und ich bin ein Mensch, ich würde gern planen, aber es geht halt oft nicht, weil... Vor allem gerade. Ja, aber vor allem, weil wenn man sagt, okay, man will sich treffen, ich meine, gut, es geht gerade nicht, aber also wenn man, keine Ahnung, sich treffen möchte und man sagt, keine Ahnung, wollen wir uns in 3 Wochen treffen am Wochenende? Ja, können wir machen. 2 Wochen später heißt es, ich habe doch was anderes vor an dem Wochenende. Können wir es vielleicht was anderes machen? Also deswegen, wird zwar dann vielleicht so ein Stück weit geplant, aber dann kommt wieder was dazwischen, was Besseres. Oder ja, keine Ahnung, oder man hat doch keine Lust. Oder also ist halt, ja, dann ist halt trotzdem am Tag davor oder vielleicht am gleichen Tag dann die Entscheidung, ob man sich dann jetzt trifft oder nicht. Und irgendwie ist es dann auch nicht geplant und ist dann so, man weiß bis dahin halt nicht, was man machen soll an dem Tag dann oder was man dann machen wird. Ich fand, das ist voll strange. Ich habe jemanden getroffen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und der war gerade in der Stadt, zu Besuch, wo ich auch wohne. Und dann, wir haben beide kein Handy da und er hat sein Handy zur Zeit, keine Ahnung wieso, ich dachte irgendwie, er hat das Handy, er ist ins Kloster eingetreten und hat kein Handy mehr, aber er hätte eins gehabt. Aber in dem Moment war halt so die Situation, okay, lass uns treffen. Ich so, ja, ich hätte da Zeit. Er so, ja, er auch. Ich so, ja, dann machen wir es doch einfach fest, oder? Und es war halt in ein paar Tagen und ich fand es voll strange, weil normalerweise, ich schreibe dir auf WhatsApp, ja, wir rufen uns nochmal zusammen und da habe ich so voll gemerkt, wie verrückt das war. Aber ich fand es dann voll schön, weil ich wusste die ganzen Tage, ich treffe mich an dem Tag, ich habe dann einen Termin, das geht nicht anders, es war voll cool. Aber das ist doch, glaube ich, wirklich dieses Jahr, wir machen es jetzt fest und dann ändert sich nichts mehr, aber irgendwie ist es ein bisschen verloren gegangen vielleicht. Also es macht man seltener, glaube ich. Aber ich glaube, dass wir vor allem auch als Christen voll dazu berufen sind, auch so entschieden zu leben. Also einmal, ich glaube, wir mussten alle im Glauben schon Entscheidungen treffen gegen irgendwelche anderen Dinge oder für eben andere Dinge, also im Glauben, himmlische Dinge, sage ich jetzt mal einfach so. Und ich glaube, was auch voll das Gerücht ist, dass wenn man sich so entscheidet, dieses sich frei oder alles offen zu halten, wenn man ja Angst hat, dass wenn man sich jetzt für die eine Sache entscheidet, dann ist man ja total unfrei, wenn man sich ja gegen für die neuen anderen Dinge, keine Ahnung, Reiseziele, Work and Travels, was auch immer, nicht entschieden hat. Das ist voll eine Unfreiheit führt, aber eigentlich, wenn man sich entscheidet, ist man voll frei, weil man sich nicht wieder so viel den Kopf drum reißen muss, ja, was soll ich jetzt machen, so. Ja, und was ich immer ganz oft höre, ist dieser Vergleich mit Türen. Man hat ganz viele offene Türen und durch jede von dieser Türen könnte man gehen und sobald man sich entscheidet, sobald man sich fest für irgendwas entscheidet, geht man durch eine dieser Türen einfach durch und der Rest ist dann quasi zu und man kann nicht mehr so zurückgehen und dann in eine andere Tür gehen. Aber was man irgendwie öfter mal vergisst, ist halt, dass hinter der Tür, durch die man dann geht, ja auch wieder weitere Türen sind, die sich dann öffnen und die man sonst nicht offen stehen hätte, wenn man sich nicht mal entscheiden würde, durch eine dieser Türen zu gehen. Ja, voll das coole Beispiel. Ich finde es mega cool. Also ich konnte mir aus diesem Austausch jetzt richtig viel mitnehmen. Und wir haben jetzt gerade nur kurz noch über eine dieser 10 Regeln gesprochen. Ihr könnt sie gerne online nochmal nachschauen. Unser Technikteam stellt die auf die Homepage. Schaut es einfach nach. Und also ich danke euch beiden für den coolen Austausch. Ich konnte mir voll was mitnehmen. Und wir würden jetzt einfach noch weiter erklären, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ja, danke. Cool. Vielen Dank auch für den Austausch. Danke. Tschüss.